Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fallout 4 mit eurem lieben Penumbra. Vorweg, die letzte Folge ist ein bisschen abrupt geendet, das tut mir leid. Die Platte ist vollgelaufen. Aber ich hatte unverschämtes Glück. Nämlich, ja, ich habe das Luftschiff gesehen, ich war da schon drauf und alles, bla bla bla, auf mich voll zu labern. Und zwar ist die Platte wirklich vollgelaufen. Während ich Zeug verkauft habe, wirklich nur Minuten, bevor ich die Folge wirklich beenden wollte, also wirklich 2-3 Minuten oder so. Und das war echt unverschämtes Glück und in Zukunft muss ich besser aufpassen. Und habe jetzt die Platte ein bisschen freigeräumt und jetzt sollte es wieder genug Platz haben. Nun gut, also wie gesagt, verpasst habt ihr nichts, außer dass ich Zeug verkauft habe. Was machen wir heute, ist die Frage. Daten, gucken wir mal. Wir könnten mit der Hawkast weitermachen. Wir könnten jetzt mal auch zu Proctor Teagan. Alter, wir haben echt viel Zeug. Den Stecker zieht die Rohre reparieren. Ich guck mir das mal an. Ich weiß leider nicht, wie das geht. Es war irgendwo hier oben, oder? Relativ nahe bei... Sanctuary. Nicht? Okay, anscheinend doch nicht wirklich. Alter, hier sieht man ja auch nicht mal zu viele Symbole auf einem Haufen. Ich dachte, das wäre irgendwo hier. Aber ich sehe es jetzt gerade. Was nicht? Dickicht-Ausgrabungen? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal dahin. Aber ich habe gedacht, das ist auch schon eine Weile her, als wir diese Quest bekommen haben. So 40 Parts. Nicht ganz. Und Sanctuary Hills wird angegriffen. Nicht gut. Nicht gut. Es ist ja mittlerweile schon... Gibt es ja schon eine Menge Memes von wegen... there's another settlement that needs your help, bla bla bla. Und das hat... Stimmt auch. Wirklich. Ich hoffe, die legen uns keine Leute um. Wo wird das hier angegriffen? Hier ist ja niemand. Hier ist niemand. Das wird überhaupt nicht angegriffen. Ah, jetzt höre ich was. Schüsse von da. Jo, von da. Ich glaube, das ist unser Freund Gunners. Okay, das ist unser Freund, wie hieß der Roboter? Hab's vergessen. Der uns hier ein bisschen aushilft. Aber es sieht auch so aus, als würde Cotsworth das ganz alleine schon ganz gut hinkriegen. Aber ich schieße jetzt trotzdem mal noch mit drauf. Hier ist noch einer. Den graben wir uns natürlich auch, weil ich will nicht, dass er Cotsworth umbringt. Aber ich glaube, wenn die Begleiter... Ich weiß nicht, ob die Begleiter unsterblich sind, wenn sie einen begleiten, effektiv, oder ob sie auch unsterblich sind, wenn sie dagegen rumstehen. Ach, hier sind ja Mutabären. Na, das wusste ich gar nicht. Aber ich möchte eigentlich zu dem hier. Junge. Okay, anscheinend. Alter. Ich möchte dich plündern. Komm her. Geht nett. Verdammt. Wurzellager? Da waren wir auch noch nicht. Alter, hier ist noch richtig viel Zeug, das wir gar noch nicht entdeckt haben. Ein Bett zum Beispiel und Cram und warum gibt es einen Frame Drop, wenn ich hier reingehe? Das würde mich interessieren. Das ist ja interessant. Das wüsste ich echt nicht. Hier gibt es ja richtig viel Zeug. Das ist ja seltsam. Naja gut, dann knacken wir hier irgendwie irgendwann hoffentlich mal noch den Tresor. Danke. Ja, nicht wirklich. Oh, Goldbarren, doch, das klingt... Oh, das klingt sehr wertvoll. Patronen. Wasser nehme ich auch mal mit. Dosen nicht. Nee, den Rest lasse ich mal hier. Verbranntes Wirtschaftsmagazin. Bringt es das? Nee. Ich dachte, das bringt uns vielleicht noch etwas, aber nee. Ihr könnten eigentlich auch mal bauen wieder, ne? Könnten wir auch... Komm, bauen wir jetzt noch ein bisschen. Ich habe zwar immer noch nicht ganz kapiert. Verdammt, ich habe schon wieder vergessen, das mit den Fundamenten nachzugucken. Nerv. Das ist nicht so gut. Ich dachte schon, das sei einer von uns, aber ich hatte schon Angst. Aber nee, das ist ein Gunner. Sollen wir bauen? Können ja mal. Wie war das? Nee, hier war es so. Oder? Ja, gut. Die Moral sieht zwar ganz gut aus. Das war in diesem Menü. Konnte man doch nachgucken.
Sanctuary Hills fehlt sein Schutz. Wie immer. Also die haben 10 Schutz und das reicht nicht. Naja. Okay. Gut, ich hab das. Das Signal verstanden, wollte ich sagen. Dann baue ich. Boah, ein MG-Geschützturm. Es muss fürs Erste reichen. Von wo kamen die? So etwa von hier. Ja, hier ist noch nicht viel. Baue ich einfach mal einen hier hin. Und ich hoffe, das reicht jetzt. Schutz 14. Echt jetzt? Das reicht immer noch nicht. Ist das alles zusammengerechnet? Muss irgendwie die Zahl von Schutz geben? Oder wie war das? Ich weiß es nicht. Von was haben wir zu wenig Öl? Ach du Scheiße. Okay. Macht Sinn. Kann ich da oben einen drauf backen? So ein Spack. Drehen kann ich den so, okay. Dann mache ich hier oben noch ein, so ist es ja bei den Bandidos auch immer. Die haben die immer auf dem Dach. Jetzt aber, komm, Schutz 19, bitte. Das muss jetzt also wirklich reichen. Ja, gut. Starlight Drive-In, das ist das Autokino-Dingens, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das war hier, ja. Das sind sie auch schon zu fünft. Alter. Die Siedlungen wachsen viel zu schnell. Ich komme da gar nicht nach. Obwohl, ich habe schon gehört, dass es Siedlungen gibt, die irgendwie 50 Leute wohnen oder so. Möchte mir gar nicht vorstellen. Wie viele Geschütztürme da. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Dahin müssen. Oder besser gesagt, wie viele Geschütztürme die dann brauchen. Das stelle ich mir nicht so schön vor. Okay, du kommst. Was würde ich sagen? Hier ist unser verseuchtes Teichding. Och, wir könnten es eigentlich ganz cool machen und da hier draufballern. Dann mache ich jetzt auch. So. Jetzt brauchen wir Öl. Wir haben keins mehr. Ihr brennt wahrscheinlich nur Stahl, ja. Ja, das ist nicht so gut, ne? Wir brauchen Öl. Öl, aber hoffentlich reicht es jetzt wenigstens. Ja, jetzt ist es nur noch Ten Pines Bluff. Und wenn es da vielleicht noch jemanden überzählig hat, dann können wir dem einfach ein Dings hinhauen. So ein Unterstand. Och nee, die sind nur zu dritt. Ja, das könnte knapp werden. Wahrscheinlich nicht, ne? Es wird nicht reichen. Ist das dieses Mini? Ja, genau. Die haben, glaube ich. Ach, die haben jetzt aber ein Rekrutierungssignal, ne? Ihr seid beide zugewiesen. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Aber wir haben hier wenigstens einen Generator. Das ist schon mal etwas. Zählt das Bett? Ja, das zählt das Bett. Das ist aber auch nicht sehr schön hier. Da frei im Himmel. Ich meine dem großen grünen Juwel des Commonwealth. Diamond City ready. Ja, okay, komm, das machen wir ein anderes Mal. Es ist mir jetzt ehrlich gesagt gerade wurscht. Machen wir, wenn wir wieder Öl finden auf unseren Reisen. Ich möchte lieber etwas anderes machen und mal kurz auf die Uhr gucken. Wie viel Uhr ist es? Gut, es ist 5 Uhr nachmittags. Gehen wir mal auf die Pridwin. Pridwin? Wie spricht man das aus? Irgendwie so. Pridwin? Nein, Pridwin mit I und E. Also Stolz. Das ist Pridwin, müsste schon stimmen. So, ich habe auch ein Tutorial geguckt, wie man sich selber ein Luftschiff, also sozusagen ein Fake-Luftschiff bauen kann. Es bewegt sich zwar nicht, aber es also eine Siedlung zu einem Fake-Luftschiff umbauen kann. Also sozusagen eine fliegende Stadt, und das finde ich sau cool. Wenn ich die Zeit und das Verständnis habe, werde ich das auch mal versuchen hier. Es gibt ein paar echt geile Siedlungen, ich habe so ein paar gesehen. Eine war auch dermaßen riesig, das war einfach nur durch übertrieben. Das war echt richtig Diamond City 2, also gigantisch. Ist schon geil, was man in diesem Spiel machen kann. Also die Möglichkeiten sind größer als bei jedem Fallout bisher. Ja, ins Weltall schießen, das haben sie ja auch in Fallout New Vegas schon mal probiert, die Ghule. Eine der geilsten Quests überhaupt, die, wie hieß dies? Weiß es nicht mehr, wo man dieser Ghoul-Sekte helfen musste, sich selbst ins gelobte Land zu ballern. Die war echt super. Also allein von der Story her. Oh, sind die? Ja, das sind Kinder. Ist ja süß. Die werden schon jetzt indoktriniert. Alter, das sind wirklich ein bisschen die Faschos hier, ne? Das gefällt mir eigentlich eher mäßig. Naja. Nicht immer die sympathischsten, aber...
Bis jetzt kennen wir ja noch nicht groß andere Fraktionen, außer die Minutemen, und so wie es aussieht, können und müssen wir bei denen ohnehin Mitglied sein. Also, joch. Passt schon. Immerhin, das ist das, was mich am... Was geht mit dem Hund ab? Der rennt plötzlich so. Das ist das, was... Ah, verdammt, ist mich wieder zu weit unten. Das ist das, was mich an New Vegas so gestört hat, war, dass dieses... Das passte irgendwie nicht so, dieses Cowboy-ähnliche. Und dann aber mit den... mit dieser Legion und so, das war alles ein bisschen seltsam. Bestimmt erfolgreich. Ja. Ja, die Lebensmittel sind nach der Ernte verfügbar. Das hätte ich auch nicht besser hingekriegt. Hier, deine Kronen. Oh, wir kriegen was? Wie vereinbart. Wenn du Zeit hast, hätte ich da noch einige Farmen dir. Ach nö, das ist wieder so eine repetitive Sache. Gar nicht, wie gut sie es haben. Sie müssen ihr Leben nicht für das Ja, ne. Ich schau mal das an. Guck mal, was er hat. Alle meine Waffen sind voll. Was hat er so? Vor allem Munition, Waffen, ja halt, ne. Teures Zeug hat er. Er hat Öl. Oh, er hat Öl, aber sauteuer. Gefällt mir nicht so. Ist mir, komm, nee, das ist mir für den Moment zu teuer. Wenn wir irgendwie eine große Einkommensquelle oder so haben, dann können wir drüber reden, aber ne, ich zahle nicht 1200 irgendwas für ein bisschen Öl. Also 25 Stück ist nicht ein bisschen, aber... Ich suche den Gelehrten, ich weiß aber nicht mehr, wo der war. Warst du das? Offenbar schulden wir dir unseren Dank dafür. Ja, und zwar eine echte Menge. Nun, hast du Dokumente? Ja, habe ich. Oder wolltest du vielleicht eine... Ich möchte erstmal die Dokumente abgeben. Ich habe technische Dokumente für dich. Ah, gut. Mir geht langsam das Forschungsmaterial aus. Hier sind die versprochenen... Was, für 14 kriegen wir nur 350? Ist eine fast unbegrenzte Fund. Alter, das lohnt sich auch, der Aufwand nicht. Es gibt 350 durch 14. Also habe ich keine Lust auszurechnen, aber ist auf jeden Fall zu wenig. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Naja. Ach, mit dem müssen wir noch reden, oder? Inzwischen ist Ihnen sicherlich klar, dass unser Erscheinen im Commonwealth kein Zufall war. Wir... Okay, der will scheinbar auch nicht mit uns reden. Ja gut, dann gehen wir halt einen anderen Ort hin, ne? Vielleicht müssen wir zuerst die verschwundene Patrouille von ihnen finden. Die Quest habe ich vorher nämlich auch gesehen. Okay, können wir eigentlich machen. Oh, hier können wir auch eine Siedlung aufbauen, so wie es aussieht. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Geh weg, Markierung entfernen. Was? Was? Warum? Was ist denn das Problem der Uberland Station? Steht hier gar nichts. Also es gibt kein... Weil sonst gibt es hier so ein Ausrufezeichen. Hier ist keins. Naja, mir wurscht. Denfalls Bluff. Durch die Ghule. Da habe ich echt keine Lust drauf, diese repetitiven Quests. Folge dem Freedom Trail. Das können wir mal machen. Ich weiß nicht genau, was es ist. Hab's vergessen. Ist das hier der Freedom Trail? Folge dem Freedom Trail. Ja, dann gehen wir mal nach Boston irgendwas. Du, Ladebildschirm. Ja, ich glaube, ein Level-Up haben wir dieses Mal nicht vergessen, oder? Jetzt dauert es auch eine ganze Weile länger. Weil wir sind ja eigentlich schon Level 20, steht ja da, links. Ja, jetzt geht's nicht mehr im Minutentakt. Jetzt dauert es ein bisschen. Da ist wer? Wo? Hallo? Ja, da hinten, ja, da ist mir wurscht. Da kannst du auch bleiben, Junge. Oder? Haben wir ein Level? Alter, ich möchte jetzt aber nicht aufstehen, weil sonst sehen sie uns und dann müssen wir uns unnötig hier durchballern. Oh, du bist kein Böser. Okay, gut. Nö, wir haben kein Level Up. Gut, das wollte ich nur mal kurz überprüfen. A Journey's and Follow Freedom's Lantern. Also am Ende der Reise... Es ist ein bisschen schwierig zu... Also den Sinn des Satzes zu verstehen. Am Ende der Reise folgt dem der Laterne des der Freiheit. Ja, machen wir das doch, ne? Ist ein bisschen leise gerade, nicht? Mach kurz ein bisschen lauter. Also ich höre es ein bisschen leise auf dem Ohr. Audio? Mach mal. Was ist auf Max? Das ist ja alles auf Max. Gut, das ist Radio, lasse ich jetzt mal. Weil es ist ja mehr so zum Unterstreichen der Stimmung. Jetzt geht's.
erzähl mir vom Freedom Trail. Ja, das... Folgen Sie dem hier im Boston Common beginnenden... Ach, das ist, mit der Unabhängigkeit, mit dem Unabhängigkeitskonflikt in den Vereinigten Staaten. An vielen berühmten historischen Orten besuchen... Ah, Paul Revere, ja, den kenne ich. Aus die Old North. Das kenne ich nicht. Das Old. Das kenne ich, glaube ich. Also ich war noch nie dort, aber ich kenne es einfach aus dem Geschichtsunterricht. Okay, können wir machen. Gibt es hier auch ein wirkliches Quest-Ziel dafür? Also ein Ort, an dem wir hin müssen? Nö. Ja, dann halt. Willkommen, Patriot, im Boston Common. Hier beginnt der Freedom Trail. Ja. Bist du ein Reiseführer? Fehler, Antwort nicht. Klar. Ja, was müssen wir hier machen? Ach, jetzt sehe ich's. Guck hier. Ich glaube, wir müssen den danach laufen, oder? Ich nehme an, das wird die rote Linie sein, die uns hier zu euch rumführt. Folge weiter dem Freedom Trail. Ja, das machen wir jetzt einfach mal. Hier wird geballert. Hier wird geballert. Wir ballern hier. Nicht auf mich zum Glück, noch nicht. Wird auch noch kommen. Hier ist aber niemand. Verdammt, ich hab's verloren. Ah ne, hier ist es. Wie geht's weiter? Hier geht's weiter. Folge? Das führt hier im Kreis, Junge. Oder geht's hier unten weiter? Nee. Hier ist auch nichts. Also weiß ich, das ist stimmt. Und nicht nur ein Gerücht. 4 und L. Definitiv ein Code. Och nö, och nö, och nö. Okay, dann habe ich wohl unten schon einen vergessen, weil da unten war genauso eine Platte. Och nö, jetzt müssen wir den Code aufschreiben, also 4L. Das kann ich mal merken. Aber wo war hier unten die Platte? Die war hier. 7. Ah! Okay, ich brauche einen Notizblatt. Notizblatt, tut mir leid, einen Moment. Hier habe ich noch eins. Und jetzt brauche ich einen Stift. Hier habe ich einen Stift. Zum Glück alles in Greifweite. Also, Nummer Uno war... Jetzt habe ich es vergessen. 7a. 7a. Nummer 2 war 4L. Okay, die 2 habe ich. Dann geht's mal weiter, ne? Aber wo? Muss ich jetzt in das Haus rein oder nicht? Gute Frage. Weiß ich jetzt nicht. Also, hier ist irgendwie nichts mehr. Hier geht's... Drüben geht's auch nicht weiter, so wie es aussieht. Also ich sehe es auf jeden Fall nicht. Und hier auch nicht. Also es geht irgendwie nur hier ins Haus rein. Ich weiß nicht, vielleicht geht's da drin weiter mit dem Freedom Trail. Das ist so amerikanisch. Es müsste nur Liberty, irgendwas mit Liberty kommen. Dann ist es hier. Ich finde das irgendwie lustig. Liberty. My Freedom. Gibt doch irgend so ein Lied, nicht? Ja, wahrscheinlich mehr als eins. Aber ich habe irgendwo eins gehört. Es war so dämlich. Das war ziemlich lustig sogar. So dämlich war es. Ist hier jemand eigentlich drin? Oder sind wir hier jetzt überhaupt nur... Anscheinend ist hier jemand, denn sonst wäre hier keine verdammte Laserfalle. Die ich hoffentlich entschärfen kann. Ja, das ist nett, danke. Schimmeliges Essen, das müsste ich jetzt nicht unbedingt haben. Wer bist du? Sicher ein Raider? Ja. Na gut, besser Schule die ganze Zeit. Das ist ja auch schon wiederum nicht so nett. Also, leben die hier? Lebt die überhaupt noch? Ein, was auch immer, Mirlurk, die gab es früher auch schon. Mirlurk, genau. Auf gut Englisch, Terminal, kann ich hier irgendwas machen? Nachricht an alle Mitarbeiter. Aktivierte, Toiletten, Finanzen, ne? Bla bla bla, heute Nacht eine Menge unbekannter Gesichter. Okay. Das scheint Hintergrundstory zu sein, aber ich glaube, ich muss nicht alles vorlesen, oder? Weil sonst wird das LP irgendwie 900 Folgen lang. Herstellen können wir wieder mal. Haben wir noch schon lange nicht mehr. Wir haben sicher eine Menge Zeug. So, gebackene Bratfliegen können wir machen. Köterkeule können wir eine Menge machen. Das
eigentlich seltsam, weil es steht da Enter, aber es geht auch mit E. Also, was auch immer. Die Bedienung ist halt deutlich konsoliger ausgelegt als bei den vorherigen Fallout-Teilen. Habe ich auf jeden Fall das Gefühl, vielleicht irre ich mich jetzt auch. Ribeye Steak. Todeskrallensteak. Hm. Klingt auch sehr fein und gesund. So, was haben wir? Getränk. Können wir Wasser aufkochen? Bisschen auf jeden Fall. Rest haben wir nicht genug. Nee. Okay. Wenigstens ein bisschen was kochen konnten wir. Ich spiele es übrigens gänzlich ohne Mods. Auf jeden Fall bisher. Boah, ich habe schon gedacht, das kommt jetzt da wieder angerannt. Vielleicht werde ich irgendwer noch einen reinhauen. Aber momentan bin ich eigentlich ganz zufrieden, ne? Also größtenteils. Um so ein paar Sachen. Wenn es ein Overhaul für die Grafik gibt oder so ein Glitch-Beseitigungsmod, will ich den reinhauen. Aber zuerst möchte ich das Spiel eigentlich komplett in der Originalfassung sozusagen genießen. Bevor ich rummodde. Weil das artet immer gerne mal aus. Habe ich schon bei Oblivion das erste Mal festgestellt. Da ist sehr schnell mal nicht mehr allzu viel im Originalspiel drin. Ach, hier drüben. Alter, die sind ganz schön groß. Und schlucken ganz schön viel Schaden. Ah, oh, gut, wenn man ins Gesicht schießt, dann nicht. Nur auf den Panzer. Danke für die Patronen. Die Schweißerbrille kann ich mal mitnehmen. Kenne ich nämlich gar nicht. Stimpack, Munitionskiste. Das finde ich nett. Oft. Hey! Mein armer Haarklammer. Das ist, ungemein. Ungemein? Nein, gemein. So. Was hat's da drinne? Meine Munition und eine Sicherung. Naja. Uah! Junge! Oh, ein bisschen erschreckt hier. So, komm. Mach die Bat. Habe ich gerade mit einer 95% Trefferquote daneben geschossen. Das ist ja auch mal eine Leistung, ne? Alter, krieg ich nicht weg? Du Sack! Ja, jetzt komm da raus, ich will auf die schießen. Ja, okay, so geht's auch. Also hier gibt's anscheinend eine Bruthöhle für diese Marlurks. Instapüree, ja, okay. Ist in der Toilette noch was Nettes? Nur ein kaputtes Klo. Also eine der größten Seltenheiten in dieser Welt sind auf jeden Fall funktionierende Toiletten. Stelle ich mir geruchlich sehr angenehm vor. Und der Typ hat eine Zigarrenkiste dabei. Haben wir wohl einen Genießer unter den Myrlurks. Nicht runter. Nicht runterfallen. Ich höre hier schon wieder dieses Klappergeräusch, dass mein. Alter! Wo kommst du näher, Junge? Das finde ich nicht sehr nett. Triff! Triff, du Depp! Ja, gut, danke. Kommt jetzt noch einer? Ja, natürlich kommt jetzt noch ein kleiner. Und ich habe keinen. So, geht's natürlich auch. Nein, ich will eigentlich nachladen, danke. Du hast nur Fleisch dabei und du platzt daraus, sobald mir was triggern. Ist das ein Aufzug? Ja, aber das scheint nicht zu funktionieren. Schade. Was sehe ich da? Ein Glas. Ich dachte, das sei irgendwas Wertvolleres. Oder Nützlicheres. Boston. Buckle? Weiß nicht, Beagle? Nein, Beagle wäre mit E. Ich weiß nicht, wie es ausspricht. Nee. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob die Quest wirklich hier weitergeht oder nicht. Aber ich gucke auf jeden Fall noch da unten in den Hauptraum. Also groß ist es auf jeden Fall. Wisst ihr was? Ich glaube, ich packe hier mal das Jagdgewehr aus. Oder? Ja. Yeah. 27, 51, ja komm. Oh, oh. Also erstmal hauen wir den Kleinen weg, damit der Große schön angebisst ist von uns. Da Panzer machen wir keinen Schaden, das ist klar. Aber jetzt dreht er sich um. Komm, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Über 70 würde ich es gern kriegen. So, wo hält er? Bomb. Schieß! Zack, ui, das war ein Kopfschuss, das war auch ein Kopfschuss und das war daneben und das war ein Kopfschuss. Leere gewölbte Vase mit Weidenmustern, eine sehr ausführliche Beschreibung. Das Jagdgewehr gefällt mir eigentlich auch ganz gut.
Und das haben wir mittlerweile ja auch ziemlich viel Money, also müssen wir auch nicht geizen hier. Dürfen ein bisschen rumballern. Aluminiumkanister, vielleicht jetzt da Öl drin, aber wahrscheinlich eher nicht. Oh, du siehst ein bisschen ungesund aus, Junge, solltest mal was essen. Geht's hier weiter? Oder waren wir hier schon? Also hier ist auch wieder so ein Ort, wo ich null zurechtfinden werde. Aber wirklich null. Aber ist ja wurscht. Irgend früher... Hallo, lieber Freund? Du hast einen kleinen Kopf, sehe ich gerade. Deswegen sind diese... Oh. Alter, ein One-Shot. Auf nähere Distanz... Raider leben hier noch? Okay. Auf nähere Distanzen ist das Gewehr ganz schön übel. Für die Gegner, wohlgemerkt, nicht für uns. Da ist nichts mehr. Lass uns. Ich höre die ganze Zeit Leute rumeiern. Gefahr? Was zur Hölle? Haben die das gesehen? Von wo? Woher kommen die? Unten, okay. Nicht paranoid werden. Sehe ich aber nicht mehr. Aber ich höre sie irgendwie aus dieser Richtung so grob. Ray Smith, meine Damen und Herren. Ray. Okay, was war das jetzt gerade? Unheilvolles Geräusch. Und hier quietscht und klappert alles. Das gefällt mir auch eher mäßig. Ich weiß nicht, ob wir hier sein sollten. Ich glaube, ich speichere nochmal kurz. Oh, es war ja nicht schon Zeit für einen kleinen Cut, ne? Ja gut, gut, dann machen wir hier an dieser hübschen Stelle einen kleinen Cut und sehen uns morgen wieder, hoffentlich, oder übermorgen. Tschüss.